Hey Leute, willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, was machen wir denn heute Schönes? Ich habe beim letzten Mal eine Haifischflosse gesammelt gehabt, oder? War doch so, ja, ich meine schon. Ja, wir bräuchten eigentlich noch mehr Haifischflossen. Ihr wisst ja, Megashark und so. Aber wie wir gesehen haben beim letzten Mal, dauert es leider 100 Jahre, bis mal irgendwie ein Haifisch respawnt. Und deswegen wollte ich mir mal jetzt gerade... Wir haben doch hier irgendwo diese blaue Taschenlampe. Sag mal, wo sind denn die? Die müssen doch hier irgendwo... Habe ich die weggeschmissen? Nein, die würde ich doch nicht wegschmeißen. Nein, die meine ich nicht. Das sind die Fackeln. Aus dem Dungeon, die Dinger. Genau, die hier. Water Candle, so heißt die. So. Nehmen wir die Water Candle mal eben mit. Und ja, mit den Water Candles würde ich dann nämlich sagen, können wir ja die Gegner ein bisschen anlocken, nicht? Und ich hoffe mal, dass das dann ein bisschen zum Erfolg führt. Ja, der Professor hat gesprochen. So. Ja, so ein Wiefern könnten wir eigentlich auch nochmal bekämpfen, damit wir vielleicht uns die Flügel dann mal demnächst gönnen. Ich habe übrigens, was habe ich denn gerade an? Ich habe das Necklace an. Okay, hatte ich beim letzten Mal nicht die Tauchausrüstung angezogen? Wo sind die? Dort. Den Necklace brauchen wir ja gerade nicht, obwohl ich könnte auch... Die... Ja, doch, scheiß drauf, das Necklace. So. Jetzt kann ich nämlich wieder schwimmen. Das ist doch immer schön. Kommen wir ein bisschen schneller voran. So, jetzt müssen wir halt wieder da drüben hin, denn dort drüben kommen Haie. So, und das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass wir hier von Augen verfolgt werden. Nein, dass ich einfach mal hoffe, dass wir in der Nacht jetzt vielleicht ein paar mehr Haie sehen in der Zeit. Da haben wir den ersten Shark schon sauber. Hab ich ein Schwein. Da habe ich jetzt echt mal Glück gehabt. Aber natürlich hat auch dieser Hai nur eine Haifischflosse. Das haben die Haie nun mal so an sich. Schade, ich dachte, jetzt kommt da schon direkt der nächste. Aber nein, es waren nur die Gedärme, das heißt. Ich weiß gar nicht, die Korallen, wofür brauchte ich die nochmal? Was hatten die nochmal für Nutzen, Leute? Man weiß es nicht. So, wir schwimmen auf jeden Fall hier munter drumherum, würde ich sagen. Und natürlich versuchen wir aber trotzdem, die anderen Gegner zu töten. Warum? Ganz einfach. Das Problem ist, wenn ich die Gegner nicht kille, spawnen keine neuen Gegner mehr. Und das wäre irgendwie ziemlich uncool. So, ich muss nochmal hier nach oben. Na komm, raus mit dir. So. Einmal schön weit nach oben gehen, dass wir hier irgendwie auf jeden Fall da unten neue Gegner haben. Und dann hoffen wir, dass ein Haifisch dabei ist. Nein, es ist wieder hier nur eine Qualle. Oh, unsere Fee kommt da noch hinterher geschwommen. So. Hier ist auch noch eine Koralle. Komm, die nehmen wir mit. Genauso wie das hier. So, und jetzt ist die Nacht schon wieder um. Ah, das heißt, jetzt spawnen die auch nicht mehr so schnell. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich... Oh, sauber, hier ist auch noch ein Hai. Das muss mir doch einer sagen, dass hier drüben auch Haie sein können. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal sagen... Moment, da kommt der nächste, oder? Nee, doch nicht. Da war der Wunsch, der Vater des Gedanken. So heißt der Spruch doch, oder? Hau mal hier so ein Ding hin, ruhig. So, also hier können sie auch spawnen. Gut zu wissen. Also kann ich jetzt immer so ein bisschen hin und her rennen. So, schauen wir mal. Also hier scheint mir nichts mehr zu sein, sonst hätte der Hai uns doch schon angegriffen. Dum, 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 düdelüm. Was, die geht ins Wasser? Ist die gerade... Hier ist schon wieder irgendwo eine Mumie im Wasser. Ich habe auf jeden Fall eine Mumie gehört. Oh, da ist ein Geier. Moinsen. Tot. So, die töten wir natürlich. Ah, die Qualle hier. Und kein anderer Gegner mehr, okay. Dann lasst uns schnell nach oben. Ah, shit. Knapp daneben ist auch vorbei. Sagt man ja bekanntlich. So ein Wiefern wäre natürlich jetzt ziemlich nice. Obwohl ich halt, ja, ich weiß nicht genau, wie stark der so ist. Ob der für uns eine Herausforderung ist oder ob wir den locker wegklatschen. Aber dann können wir die Flügel uns bauen. Obwohl, eigentlich brauchen wir die Flügel momentan eh nicht. Haben jetzt eigentlich auch keine Priorität, muss ich ja mal so ganz klar sagen. Da ist die Mini-Shark dann doch gerade ein bisschen wichtiger. Für mich zumindest persönlich. So, dort ist immer noch unser Glowstick.
Ich habe die, ja, ich halte die Candle ja die ganze Zeit auch nicht in der Hand. Das ist natürlich auch mega intelligent. Und im Wasser kann ich die natürlich auch nicht in der Hand halten. Das ist auch scheiße. Hä, was kann ich denn hier machen? Kann ich die hier... Hä? Keine Ahnung, was das heißen soll. So, da kommt ein kleiner Slime. Aber, ach nee, doch, shit. Ich muss den ja killen, damit ich hier neue Gegner bekomme. So, Water Candle schön in die Hand nehmen. Und dann wollen wir schauen. Ah, da kommt wieder nur ein Slime. Aber Haie können doch nicht nur nachts spawnen, oder? Na, das wäre ja unlogisch. Haie können eigentlich immer spawnen. So. Und da kommt wieder ein Slime. Sag mal, was soll das denn? Ich brauche Haie für meine Haifischsuppe. Naja, eigentlich nicht. So ein Tierquäler bin ich nicht. Eigentlich brauche ich meine Haifische nur für die Megashark. Obwohl, wofür sie sterben, ist ja eigentlich auch egal. Wir haben sie auch nur auf ihre Haifischflossen abgesehen. Ziemlich makaber eigentlich. So, hier scheint jetzt aber auch wieder keiner zu sein. Ich hasse sowas. Wisst ihr, ey, man kommt hierher, wird hier gleich so von zwei Haien begrüßt. So, moin Grants. Na, schön, dass du hier bist. Darf ich dir vielleicht meine Haifischflosse anbieten? Und dann kommen sie wieder nicht. Sollen sich mal entscheiden, ob sie jetzt mich unterstützen wollen oder nicht. Ja. So, raus mit uns. Oh, hier kommt wieder eine Harpie sogar. Federn brauche ich, glaube ich, nicht mehr so dringend, oder? Ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren, wie ich die Twins und Skeleton Prime besiegen will. Ob ich dafür die Dingens-Methode wieder anwende, die mit den Tränken. Ah, wäre ja auch irgendwie scheiße, oder? Was sind meine Rocket Boots leer? Scheint so. Okay, dann müssen wir uns halt einmal nach oben kraxeln. So, und dann geht's wieder ab ins Wasser. Und wie wir sehen, ist hier ein Hai. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, eine Haifinne nur noch. Oder? Moment, wie viel habe ich im Inventar? 3, genau. Jeder droppt nur eine. Und da ist der nächste. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Haben wir es doch noch geschafft. Sehr schön. Das freut mir. So, Mr. Crab wird auch nochmal erledigt von uns. Und dann teleportieren wir uns ganz schnell nach Hause. Dann packe ich jetzt auch meinetwegen die Dingens hier wieder rein. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wofür die Korallen jetzt unbedingt so toll sind. Aber ich schnappe mir erstmal jetzt hier die verbliebene Haifinne. Wie viel Gold habe ich jetzt? Habe ich schon genug Gold? Ja, wir haben sogar genug Gold. Das heißt, wir brauchen jetzt die Illegal Gun Parts, aber die verkauft er nur bei Nacht, oder? Ja. Verkauft der Bengel nur bei Nacht. Hm. So. Dann lasst mich schauen. Wo habe ich denn die Mini-Shark hingetan? Da. Genau, da ist die Mini-Shark. Dann würde ich die mal direkt tauschen. Und natürlich müssen wir dann auch unser Emblem wechseln. Wir hatten doch... Genau, das Ranger-Emblem haben wir auch noch hier. So, das heißt, Ranger-Dingens ist ausgerüstet. Dann kann ich mir dieses Melee-Speed auch sparen. Okay, wir müssen ja eh das Necklace noch umnehmen. Und ich könnte den Lucky Horseshoe anziehen. Habe ich noch irgendwas anderes, was vielleicht... Cooldown of Healing Potions könnte man notfalls noch machen. Oder cause the stars to fall when injured. Movement Speed wäre auch nice. Ja, komm, ich hau mir dann den Movement Speed so lange rein. Okay, habe ich sonst noch Vorbereitungen zu treffen? Ich habe nochmal einen Regeneration Potion. Oh, was brauchten wir nochmal für den Regeneration? Moment, ich kann ja einfach mal... Haben wir noch Gläser? Ja, so ein paar Gläser haben wir noch. So, Regeneration war doch irgendwie, die Daybloom oder so. Lasst mich schauen. Regeneration war Daybloom und Mushroom. Okay, da dürfte ich noch genügend von haben. Movement Speed brauche ich nicht so dringend. Na, Iron Skin, Daybloom und Eisen. Haben wir aber noch notfalls zweimal. Das sollte reichen. Dann, was hatte ich noch? Die Thorns, genau, die Dornen. Was brauchte ich für die Dornen? Deathweed und Kakteen. Okay, Deathweed, Kakteen. Deathweed und Kakteen. Also, Kakteen, ja, habe ich so ein paar hier. Da werde ich wohl noch ein paar
opfern können. Und Dayblooms hatte ich doch... Habe ich keine Day... Doch, da. Dayblooms. So, dann stellen wir uns doch mal direkt schnell die Tränke her. Und Iron Skin, ja, das ist so eine Sache. Das sollte erstmal genügen. So, das dürfte auch erstmal genügen. Aber 10 Minuten kommen wir damit über die Runden mit den Iron Skin Potions, die wir haben. Das dürfte eigentlich genügen. Healing Potions haben wir auch noch einige. Da packe ich nochmal hier oben mit rein. So, ich habe hier einen Wassereimer. Warum auch immer ich einen Wassereimer habe, keine Ahnung. So, jetzt packen wir den ganzen Shit hier wieder in die ganzen Truhen. Hier hinten müssten die Dayblooms dann rein. 4 Stück haben wir da nur noch von. Mann, 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 na! No. So, ja, das sieht gut aus. Ich denke, so können wir arbeiten. Hatten wir jetzt eigentlich noch Eisen oder... Wie viel Eisen hatte ich denn noch? 18 nur noch. Okay, wir müssen vielleicht mal irgendwie ein bisschen Eisen und... Oh, ich brauche noch Bullets, ne? Wie viel habe ich hier? Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ist das Problem. Silver Bullets hat er sogar gerade. Okay, ich hole mir noch ein paar Silver Bullets. Aber, oh, ich muss auch auf mein Geld aufpassen. Moment. Lass mich das mal eben anders machen. So, 75 Gold brauche ich ja noch. Denn ich glaube, hier könnten wir ziemlich schnell ziemlich viel Geld loswerden. Ja. Hier werden wir wirklich ziemlich schnell ziemlich viel Geld los. Was? Moment. Der hat das gerade aus meinem Inventar genommen, der Schlingel. Hier, nichts nehmen von mir. Moment. Ich muss das Gold mal irgendwie gerade, Moment. Ich muss das Gold mal kurz wegpacken. Der nimmt das sonst einfach, ey. So ein Spacko. So, Silver Bullets. Das war ja nicht Sinn der Sache, mein Freund. So. Ich denke mal, wenn wir die voll haben, dann dürfte es... Hoffe ich mal, dürfte es genügen. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel wir beim letzten Mal genommen hatten. Ah, lieber zu viel als zu wenig. So. Okay, das dürfte erstmal dann reichen, hoffe ich. Ich tausche jetzt hier mal durch, dass die Silver Bullets auch wirklich genommen werden zuerst. So, und dann müssen die nach hier ganz vorne. Okay. So, jetzt kann ich das Gold auch wieder meinetwegen nehmen. Und jetzt nichts mehr kaufen, außer die illegalen Gunparts. Dann muss ich mir natürlich noch hier die Dingens nehmen gleich. Die 20 Souls of Might. Na, komm schon, 20. So, 20 Haifisch. Ich glaube, das war's dann schon, oder? Also die Mini-Shark. Ah, die Star Cannon könnten wir auch noch bauen, genau. Also illegal Gunparts, 5 Sharkflossen of Might. Die haben wir hier. Und die Mini-Shark, ja, passt alles. Gut, was sagt die Zeit? Ein bisschen Zeit ist noch. Vor allem die Sonne ist auch noch nicht so weit. Okay, dann könnten wir noch mal ein bisschen Eisen suchen. Boah, ich hatte überall doch so viel Eisen noch irgendwie rumliegen sehen. Habe ich den Lucky Horseshoe an? Nein. So, jetzt aber. Nicht, dass wir hier gleich wieder mega viel Fallschaden kriegen. Schallfaden. Ein Schallfaden, oh mein Gott, der Schallfaden ist so schnell. Er hat die Schallgeschwindigkeit durchbrochen. Ja, es ist gar nicht mal so leicht hier im Hard Mode. Das muss man ja mal so sagen. Oh, was haben wir hier? Ein Devourer. Okay, ich könnte mir auch Cursed Flames herstellen. Fällt mir gerade mal ein. Ich habe ja so ein paar Cursed-Dinger. So, hier habe ich noch... Element. Hier habe ich noch Kobalt. So, guck mal, dann packe ich hier eine Lampe hin. Ich weiß gar nicht, das ganze Kobalt und so, ob wir nochmal so eine Hollowed-Rüstung uns irgendwann herstellen wollen. Da müssen wir aber eh erstmal alle Gegner für killen, dürfen wir auch nicht vergessen. Ich könnte auch noch gegen die Wall of Flesh ein paar Mal kämpfen, das bringt natürlich auch noch wieder Geld. Wäre auch eine Überlegung wert. Hm. Oh, guck mal, da unten ist noch so ein Viech. Sehr schön. Ja, schieß ruhig auf mich, ich werde dich trotzdem... Oh, shit. Diese fetten Fledermäuse, die nerven mich mega. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Fledermäuse als Gegner ziemlich schwer. Da unten sind ein paar Skelette. Okay, die finde ich jetzt nicht ganz so hardcore. Und ich finde es ziemlich scheiße, dass ich den Ding jetzt hier nicht mitnehmen kann. Hau ich die Blinkroots weg. Weil die Cursed Flames sind mir da doch ein bisschen... Moment, ich würde Geld gerne auch noch mitnehmen. Die Cursed Flames sind mir da doch ein bisschen mehr wert. Oh, habe ich da gerade platziert? Ja.
Scheint mir ja wohl fast sowas. Ach guck mal, der eine aktivierte da, glaube ich, die ganze Zeit eine Falle. Kann das sein? Ja, spring da runter. Gar kein Problem. Ebonstone Blocks, die brauche ich nun wirklich nicht. Nee. Die brauche ich nicht, da habe ich keinen Bedarf für. Eigentlich wollte ich ja Eisen suchen. Aber hey, dann halt nicht. Ich bin ja in der LSD-Welt gelandet. Hier gibt es auch keinen... Obwohl, das ist doch gar nicht die LSD-Welt. Die LSD-Welt ist doch hier noch drüben, oder? Moment. Oder die LSD-Welt ist doch... Ah, Moment, Moment. Oder? Das ist Silber, ne? Ja, shit. Silber. Kannst du von mir das aber auch mitnehmen? Guck mal, dann machst du noch ein paar Fackeln. Wie weit kann man die stacken? Bis 99, scheiße. Ja, komm, hauen wir den Gel weg. Was soll's? Das Gel natürlich, nicht den Gel. Da oben ist noch ein Slime hingekommen. Und hier ist noch eine dicke Fledermaus. Ach, ich muss noch mal was ganz anderes übrigens schauen, fällt mir ein. Was ich noch brauche, um das magische Auge oder was auch immer, gegen wen auch immer wir als nächstes kämpfen wollen, überhaupt beschwören möchte. Moment, ich muss noch mal ganz schnell an die Oberfläche. So, das ging auf jeden Fall doch auch mit den Linsen. Oder? Scheiße. Linsen? Oh Gott, mein Inventar! Komm, die Spike Balls müssen jetzt mal eben schnell weg. Crafting. Linsen. Suspicious, nein, Mechanical. Ich brauche 5 Eisenbahnen, das kriege ich aber wohl noch hin, oder? 3 Linsen. 5 Kupfer, 5 Eisen. So, ich mache mir hier schnell einen Quickstack. Jetzt sind die 20 Dinger wieder weg. Boah, scheiß die Wandern, ey. Jetzt werde ich hier wieder so panisch. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt runter schnell das Eisen auch nochmal herstellen. So, Eisen haben wir. Moment, ich muss das mal ganz kurz hier drin lagern. Ey, jetzt bloß keinen Fehler wieder machen. So, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das muss ich behalten. Die Dinger habe ich. Ich brauche noch die Souls of Light. Ich meine 7 Stück. Oder? Mechanical Eye. Okay, Leute, damit sind wir jetzt ausgerüstet für den nächsten Kampf, würde ich sagen. Und ich mache an der Stelle dann erstmal einen Cut für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao!